Du Flo, was machen wir heute Abend? Dasselbe wie jeden Abend, Lela. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Och nee, dazu bin ich zu müde. Okay, dann lass uns stattdessen über Bücher reden. Hallo und herzlich willkommen zu einer etwas verspäteten Folge Bücher mit Flo. Hallo Flo. Hallo Bücher. Wir wollen heute wieder mit euch über Bücher reden. Das ist jetzt quasi die Februarfolge. Im Januar haben wir ja schon über Bücher geredet, weshalb die Februarfolge im März kommt. Wir hatten jetzt beide abwechselnd die Pest. Es ist jetzt Standaufnahme der 6. März. Und deswegen haben wir uns entschieden, machen wir einfach die Februarfolge jetzt noch schnell. Denn wie gesagt, mit der Aufnahmereihe hat es zwar nicht hingehauen, weil wir beide abwechselnd krank waren. Es ist ja fast noch Februar, so. Genau, man kann das ja nun eigentlich. Alles bis April ist noch in Ordnung. Genau. Ja, Flo, wie war denn dein Monat? Wie sieht's denn aus? Hast du viel gelesen? Hast du wenig gelesen? Ja, durch das Kranksein habe ich leider sehr wenig gelesen, sondern einfach nur rumgelegen und gelitten. Ich habe es gerade mal nachgeschaut, ich bin jetzt auf 9 Bücher nur gekommen, diesen Monat. Mhm. Ja, bist du denn wenigstens zufrieden mit den 9 Büchern, die du hattest, oder war es viel Mist? Es war, glaube ich, ich würde sagen, ein Reinfall und ansonsten viel Mittelmaß. Ja, da schließe ich mich bei dir auch definitiv an. Bei mir war es diesmal auch fast komplett nur Mittelmaß. Aber dafür habe ich ein paar mehr, aber einige davon auch wirklich ganz kurze Sachen. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich richtig in die Sache rein, ne? Genau, und wenn du mehr hast, dann fang du an. Mhm, okay. Dann würde ich anfangen mit einem Menschen, der mich schon seit geraumer Zeit in meinem literarischen Leben begleitet, nämlich Dirk Bernemann. Ist dir sicherlich ein Begriff? Ja, natürlich. Und ich habe festgestellt, wir werden alt. Also ich habe den Menschen, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, wo die ersten Bücher von dem rauskamen, aber war auf jeden Fall so meine deprimierte Teenagerzeit, ne? Und ja, gerade so, ich habe die Unschuld kurzen Seelen und so weiter und so fort. Diese Bücher, die waren halt, wenn du die als trauriger, wütender Teenager liest, genial. Kann man gar nicht anders sagen. Das Problem ist, der Mensch altert halt auch und wir halt auch. Und irgendwie habe ich halt Bernemann immer für mich als jung und wütend in Erinnerung. Und das Buch, was ich jetzt gelesen habe, nämlich Vom Aushalten ausbleibender Umarmungen, ist halt nicht mehr jung und wütend, sondern nur noch alt und weinerlich. Und eigentlich wollte ich ihm daraus einen Vorwurf machen und dann ist mir eingefallen, dass ich selber mittlerweile alt und weinerlich bin. Und dann habe ich beschlossen, dass das Buch doch durchschnittlich gut ist. Kennst du diesen Effekt? Ja, das ist irgendwie traurig, wenn man sich selbst das eingestehen muss, dass man nicht mehr der rebellische, weltverändernde Teenager ist, der man vor 20 Jahren nie war. Aber, ja, ich kenne es. Es ist so traurig. Aber wie gesagt, Bernemann macht immer noch Spaß. Es macht wirklich immer noch Spaß. Und ich bin mir halt nicht sicher, wenn man das jetzt als Teenager liest, das neue Buch, ob das vielleicht eine andere Seite anspricht oder ob man sich jetzt als Teenager auch einfach denkt, das ist ein alter weinerlicher Sack. Das weiß ich nicht. Aber mir war auf jeden Fall dieser kurze Moment der universellen Wahrheit doch ein Moment zu viel. Vermutlich denkt man heute, okay, Boomer. Ja, genau. Und wahrscheinlich mit Recht. Und das ist das Schlimme daran. Ja, also das war so ein bisschen, ich will es nicht Enttäuschung nennen, weil die Tatsache, dass mir eben diese Wahrheit um den Kopf geflogen ist, ist halt blöderweise genau der Effekt, den Bernemann immer hat. Und von daher hat es ja seine Mission erfüllt, aber es tat trotzdem weh. Ja, was hast du denn als nächstes? Ja, ich fange dann mal mit meiner größten Enttäuschung an. Mhm. Und zwar habe ich mich mal wieder an einen Jack Ketchum getraut. Oh je, Ich sag ja, eigentlich ist es immer so Hit or Miss. Also entweder mag ich sie sehr oder eben wie in diesem Fall gar nicht.
Diesmal war es ein Buch, das er zusammen mit Lucky McKee geschrieben hat. Mhm. Scar. Es geht um ein Mädchen, das von ihrer Familie, vor allem von der Mutter, so überall vorgeführt wird. So ein kleiner Fernsehstar. Natürlich nicht glücklich damit. Und dann kommt ein tragischer Unfall. Und sie beginnt sich dann halt zu wehren. Es könnte eine nette kleine Rachegeschichte sein. Ich fand das stinklangweilig. Okay. Ich fand, dass die ganze Art, wie das Buch geschrieben ist, so uninteressant. Ich bin überhaupt nicht in die Figuren reingekommen. Ich habe die letzten 100 Seiten, glaube ich, quer gelesen. Also ich kann dir nicht mal sagen, wie es wirklich richtig ausgegangen ist. Es war eins der enttäuschendsten Catcher-Bücher bis jetzt. Nee, das ist schade. Ja, aber auch solche Bücher muss es geben. Ja, aber müssen wir sie lesen? Ja, das ist ja immer das Schlimme. Aber bleiben wir gleich bei Enttäuschungen. Ich habe gelesen The Cold von Rich Hawkins. Und das war ein Buch, da habe ich mich maßlos geärgert, dass ich meine Lebenszeit verschwendet habe. Aber ich habe es fertig gelesen. Es hat für mich angefangen, oder es wurde mir verkauft, als es ist ein Kaiju-Ding. Und die Idee ist halt, es bricht auf einmal mitten im Sommer ein Schneesturm los in Großbritannien irgendwo. Und Menschen haben durch diesen Schneesturm einen Unfall mit einem Zug, verunglücken mit einem Zug, klettern da raus und auf einmal sterben alle, weil alles ist voller Monster. Also so ein bisschen wie Der Nebel von King. Ja. Und ich muss auch sagen, die Monster selber sind mir halbwegs... Die Tauben, die sind ganz cool. Auch wenn sie nicht so ganz ausformuliert sind in ihrer... Aber das ist okay. Ich habe kein Problem damit, wenn man mir die nicht im Detail zeigt. Aber die Monster an sich sind cool. Die Ausgangsidee ist auch ziemlich okay. Aber leider ist es halt ein völlig sinn- und zielloses Gemetzel. Wie gesagt, wir haben dann halt blutige Matsche, wenn die Viecher da irgendwo aufgetreten sind und so. Aber man kriegt leider keinerlei Gefühl für die Charaktere, man kriegt keinerlei Gefühl auch von Bedrohung oder auch nur von Sinn oder Unsinn. Also weshalb die überhaupt versuchen, da weiter zu überleben, noch nicht mal eben mit diesem Gedanken, Überlebensdrang ist halt was Wichtiges, was wir nicht loswerden. Selbst das wird nicht so richtig thematisiert. Und es springt halt von einer Szene, die banaler ist als die nächste und matschiger und blutiger, aber völlig bedeutungslos. Und das nervt mich ein bisschen. Weil eigentlich habe ich an so Kaiju-Sachen immer voll meinen Spaß, aber wenn das so belanglos bleibt, dass halt ein Monster das nächste Monster ablöst und das nächste Monster ablöst, dann verliert es halt auch extrem seinen Effekt. Und das fand ich schade. Ja, ich meine, man braucht ja in so Monstersachen jetzt nicht unbedingt viel Handlung, aber man braucht doch schon irgendjemanden, an dem man sich langhangeln kann wenigstens, um die Geschichte zu erleben. Und wenn die Charaktere dann alle wirklich nur flach und Monsterfutter und dann roter Matsch sind, das ist blöd. Ja, ne, und vor allem halt wieder so eine vollkommen dämliche, halb telepathische Verbindung, die aber nie aufgelöst wird. Die wird also nur so angedeutet. Und dann so eine vollkommen dämliche Selbstopferung, die eben, weil diese ganze telepathische Schiene nie geklärt wird, auch völlig ohne Relevanz bleibt. Mich stört, der hat so viele Ideen gehabt und er hat keine einzige davon umgesetzt. Das ist traurig. Naja, gut. Ja, dann würde ich vielleicht gleich weitermachen. Es wird nämlich auch ein bisschen besser. Ich habe gelesen Terry Pratchett. Nämlich Ruhig Gut. Ich bin ja diesmal weiter bei den Hexen immer noch. Und ach, ich will... Ich sag's jedes Mal bei den Hexengeschichten. Ich will sie ja mögen. Ich will wirklich. Aber ich komme einfach nicht rein. Wir haben unglaublich viele schöne Momente, auch Ruhig Blut hat wieder unglaublich viele schöne Momente. Aber die sind halt so verstreut einzeln in den Büchern, dass so viel Langatmigkeit drumrum ist, dass es mir halt einfach auf den Sack geht. Und da, weil ich einfach von Pratchett Besseres kenne. Aber gerade in dem Roman die Idee von Glauben und Ratio
Und auch dieses eingestreute Bullshit-Bingo, was so Aberglaube ist und so weiter, daran hatte ich sehr viel Spaß. Das hat mir auch das Buch ein bisschen gerettet. Aber wie immer, ich komme mit den Hexengeschichten einfach nicht klar. Kann ich machen, was ich will. Ja, diesmal muss ich dir zugeben, denn meins war diesmal kleine freie Männer und wieder mal ein Märchen von der Scheibenwelt. Und ich habe mit den Märchen irgendwie so ein bisschen meine Probleme. Mhm. Aber es ist auch eine Geschichte mit Tiffany W. Ja. Und ich bin nicht so ganz reingekommen. Das Konzept ist so eine klassische Feenweltgeschichte. Mhm. Also die geklauten Kinder. Und Tiffany versucht dann ihren Bruder zu befreien. Und macht sich auf zu einer Reise ins Feenland. Ja, es hat wie immer bei Pratchett schöne Momente, aber auch hier muss ich sagen, es war zu viel drumherum, das mich nicht so wirklich überzeugt hat. Ich weiß gar nicht, weißt du, ob die Tiffany-Geschichten auch so ein bisschen mit den Hexen zu tun haben? Nee, ne? Naja, das ist die Nachwuchshexe. Ja, also ja, das gehört schon dazu so ein bisschen halt, das, ne? Ich würde sagen, eine Subserie, genau. Würde ich mal behaupten, ja. Okay. Gut. Ja, aber das Gute ist, ich habe die Hexen bald hinter mir. Danach kommt der Tod und ich glaube, der Tod wird wieder besser. Der Tod ist immer besser. Gut, dann würde ich sagen, rede ich mal ganz kurz über die paar nicht Unterhaltungsliteratur-Sachen oder anders. Ich habe ein Hörbuch gehört. An Earthling's Guide to Outer Space. Von Bob McDonald. Und es ist, muss ich sagen, ein generell ganz hübscher Überflug zu so interessanten Themen aus Astronomie, Astrophysik, Geschichte der Raumfahrt und dies und das. Es ist auch durchaus unterhaltsam gelesen, das kann man gar nicht absprechen, aber man merkt halt tatsächlich, es richtet sich an der Ansprache deutlich an Kinder und Jugendliche oder halt an, sagen wir mal, wirklich Dumme. Und das hat mich so ein bisschen gestört, weil ich mir davon mehr erwartet hätte. Also ich habe tatsächlich nicht so, wenn du ein UFO-Foto faken willst, dann stell dich doch mal und mach mal eine Klopapierrolle auf 20 cm Abstand vor deiner Linse und Zeug. Aber ich glaube, für Kinder oder für Jugendliche, die sich für das Thema interessieren, könnte das doch durchaus eine interessante Sache sein. Ich habe halt einfach was anderes davon erwartet gehabt. Ja. Das ist, ich glaube, da kann ich passend dazu auch wieder was raussuchen. Mhm. Ich habe ein Sachbuch gelesen von Hubert Filzner, Menschen brauchen Monster. Mhm. Da gab es mal vor längerer Zeit eine Folge von In trockenen Büchern zu. Deswegen bin ich ja drauf gestoßen. Und ich fand es nicht schlecht. Es geht darum, was so unsere Ängste über uns verraten. Mhm. Es ist aber tatsächlich wieder nur auch, wie du sagst, für, ich sag mal, für Einsteiger. Ja. Also es werden unheimlich viele Themen angerissen von, von den klassischen Monstern wie Vampiren, Frankenstein und so weiter, bis hin zu Godzilla und zu irgendwelchen Slasher-Schurken, zu realen Serienkillern und so weiter. Es ist aber alles halt sehr schnell abgehandelt. Mhm. Und das fand ich sehr schade, weil ich mich ja doch so ein bisschen in dem Thema ja auskenne. Ja, klar. Hat das für mich dann natürlich nicht viel Neues gebracht. Aber so im Großen und Ganzen ist es ein okayes Buch. Hat Spaß gemacht, aber man darf nicht zu viel erwarten. Ja, natürlich. Nein, wie gesagt, ich habe auch generell überhaupt nichts dagegen, wenn man solche Einsteigerbücher schreibt. Das ist vollkommen okay. Aber ich habe halt in dem Moment einfach was anderes erwartet, weil jetzt auch das Cover für mich nicht so gewirkt hätte, als wäre das jetzt ein Jugendbuch oder wie auch immer man es nennen will. Na? Also das war jetzt mein einziger Kritikpunkt. Aber ich glaube, wenn man wirklich ein 12-, 13-, 14-jähriges Kind hat, das sich für solche Sachen interessiert, ist das auf jeden Fall ein guter Einstieg. Beziehungsweise es geht halt auch sogar noch ein bisschen darüber hinaus, was halt mehr als das Zeug ist, was man so im Schulastro-Unterricht beigebracht kriegt und solche Fremde.
Aber wie gesagt, sobald man halt ein kleines bisschen mehr Gefühl für die ganze Sache hat, dann zieht man halt doch gelegentlich schon die Augenbraue hoch. Bleiben wir doch gleich bei, zieht man die Augenbraue hoch. Ich habe Erich von Däniken gelesen, beziehungsweise als Hörbücher gehört. Zieht eine Augenbraue hoch. Und ich musste sehr lachen, weil das natürlich gleich wieder lustige Reaktionen auf Twitter hervorgerufen hat. Wie ich es mir denn erlauben kann, ausgerechnet über sowas positiv zu sprechen, ich böser Mensch. Und man sollte doch über so ein Geschwurbel keine Werbung machen. Liebe Freunde, Erich von Däniken ist ein Schwurbler. Das wissen wir alle. Ihr seid nicht dumm, ich bin nicht dumm, wir wissen das alle. Ich bin dumm und ich weiß es auch. Aber nichtsdestotrotz, ich lese auch Stephen King und glaube trotzdem nicht, dass gigantische Riesenspinnen, die sich von unserer Angst ernähren, sich in meiner Heimatstadt niederlassen. Ja? Also es gibt für mich einen schmalen Grat zwischen, es ist Unterhaltungsliteratur, es ist keine Unterhaltungsliteratur. Ich gebe euch an der Stelle vollkommen recht, dass Däniken natürlich selbst nicht der Meinung ist, dass er Unterhaltungsliteratur schreibt. Das ist ein ganz anderer Diskussionspunkt. Da bin ich ganz bei euch. Man darf das nicht als Fachliteratur betrachten. Aber es ist nichtsdestotrotz für mich wahnsinnig unterhaltsam. Es macht mir unglaublichen Spaß, diesen Kram zu lesen oder zu hören oder wie auch immer. Und da kommt halt bei mir noch mit dazu, ich versuche gerade mein Däniken-Trauma aufzuarbeiten. Weil ihr müsst euch vorstellen, Mimi Dela, so 2-3 Jahre alt, hatte ja diese lustige Behinderung, die sie hat schon immer. Und meine Eltern hatten diese ganzen Däniken-Bücher bei sich zu Hause im Regal stehen. Jetzt hat Dela aber eine 5 Jahre ältere Schwester. Und diese Schwester hat gerne mal in diesen Büchern geblättert und hat dann halt da diese lustigen Alien-Figuren gesehen, hat Dela angeguckt, hat Delas überdimensioniert lange Arme gesehen, hat Delas überdimensioniert großen Kopf gesehen, den großen fetten Kullerbauch, der ansonsten auch zu keiner Relation zum Körper steht, und hat gesagt, ach, guck mal, Dela, das sind, zu denen gehörst du. Die sind wie du. Was natürlich darauf hinaus lief, dass dann eine 5-4-jährige Dela geglaubt hat, irgendwann kommen die bösen Aliens wieder, weil zu denen gehöre ich ja anscheinend und holen mich wieder zurück. Und ich will doch aber nicht wieder zurück. Ja, das nur dazu. Also mit denjenigen verbindet mich sehr viel. Und ich versuche jetzt mit Anfang 30 dieses Trauma dieser 5-jährigen Dela wieder aufzuarbeiten. Und ich habe sehr viel Spaß damit. Und wenn euch das nicht passt, dass ich damit sehr viel Spaß habe, dann seid ihr gerne eingeladen, entweder die Tür in meinem Twitter-Account zu benutzen oder alternativ einfach den Hashtag Delateratur zu muten. Können intelligente Clients nämlich. Das nur dazu. Aber um ganz kurz zu sagen, die 2 Hörbücher, die ich jetzt diesen Monat oder jetzt am Februar gehört habe, war einmal Chariots of the Gods und einmal The Eyes of the Sphinx. Und ich muss sagen, also gerade wenn es darum geht, zum Einschlafen das Zeug zu hören oder so, oder wenn du hier irgendwelchen Blödsinn machst nebenbei, dann ist das echt cool und es macht echt Spaß. Man muss sich allerdings tatsächlich bewusst sein, es ist zu großen Teilen wahnsinnig rassistisch. Und natürlich ist es Blödsinn, aber wie gesagt, das ist Stephen King auch und an Stephen King habe ich auch Spaß. Aber natürlich, wie gesagt, habt ihr insofern völlig recht, wenn ihr sagt, ja, aber er sieht sich selber halt nicht als Unterhaltungsliteratur, sondern der meint das ernst. Dass der das aber ernst meint, ist nicht mein Problem. Ja. Flo, hast du eine Meinung zu denjenigen? Ja, aber das würde den Rahmen sprengen. Es ist lange her, dass ich mich tatsächlich mal mit ihm beschäftigt habe und habe ihn irgendwann als Schwurbler dann beiseite gelegt. Er war ja da, ich glaube, 80er und auch in den 90er noch ein bisschen mehr in Mode als heute, zum Glück. Und, das kommt sehr drauf an, welche Podcasts du hörst. Weil das ist, nämlich, das ist nämlich mein zweites Guilty Pleasure. Ich höre zum Beispiel sehr gerne Coast to Coast. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist. Ja. Auch kriegst du graue Haare, wenn du damit Verstand rangehst. Aber ist halt einfach unterhaltsam. Das ist halt, ich bin halt der festen Überzeugung, man muss sein Weltbild ein bisschen aufhebeln. Und in das Weltbild muss man auch die Bekloppten reinlassen, damit man halt überhaupt
weiß, was für krude Gedankengänge es auf der Welt überhaupt gibt. Und da taucht Deniken halt ab und zu mal auf. Oder zum Beispiel auch bei einem anderen Podcast, den ich sehr oft höre, nämlich Earth Ancients. Da darf er auch ab und zu mal drei Sätze sagen. Aber das Schlimme ist, er schreibt unterhaltsam. Er ist kein schlechter Schriftsteller. Hätte er sich von vornherein gesagt, das ist jetzt Science Fiction, was ich schreibe, dann wären das tolle Bücher. Das ist das Problem. Genau. Und es gibt ja tatsächlich, was weiß ich, auch Bücher über seine Geschichten, also ich bleib dabei, Geschichten natürlich, ja. Oder auch Hörspiele und so weiter, die als Science Fiction mit einem pseudo-wissenschaftlichen Hintergrund, ja, bla, leck mich, aber das ist tatsächlich, wenn man sich auf sowas einlässt, noch ganz unterhaltsam, aber das Ganze ernst zu nehmen, nein. Eben. Aber ich finde halt, man darf es auch wieder nicht so ernst nehmen, dass man sagt, darüber sollte man nicht reden. Klar, man muss dazu sagen, dass das Bullshit ist und dass das rassistisch ist und dass es inhaltlich halt zweifelhaft ist, aber ich sag mal so, wenn man darüber gar nicht redet und so tut, als existiert dieser Krempel nicht, hast du halt auch wieder das Problem, dass dann irgendjemand in 20 Jahren mal über diese Bücher stolpert und denkt, davon hat mir nie jemand was erzählt. Das wurde ganz, ganz geheim gehalten. Da muss was dran sein. Versteht ihr, was ich meine? Das ist eigentlich mein Hauptproblem an der ganzen Sache. Genau. Macht damit, was ihr wollt, aber sagt halt, dass es auch Blödsinn ist. Richtig, richtig. Und nicht einfach ignorieren. Das ist das Problem. Richtig. Und ihr könnt euch sicher sein, ich bin ja ein sehr freundlicher Mensch. Wenn ich irgendwo schreibe, inhaltlich sehr zweifelhaft. Ich weiß, dass das ein sehr zärtlich formuliertes Urteil ist. Wer aber mal länger als 5 Minuten mit mir in einem Raum verbracht hat, weiß, dass wenn ich sage, inhaltlich ist deine Aussage sehr zweifelhaft, dass das eine freundliche Art von mir ist, zu sagen, du bist ein Rindvieh. Wer diese sprachlichen Codes meinerseits noch nicht deuten kann, hiermit sei diese Deutung gegeben. Wenn euch die zu harmlos ist, dann tut mir das schrecklich leid, aber es ist dann halt leider so. Gut. Jetzt habe ich mich genug aufgeregt. Was gibt's denn bei dir noch? Ach, ich überlege, ob ich weitermache. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das letzte Mal schon dieses Buch hatte. Aber dann erzähle ich halt nochmal davon. Ich habe angefangen, eine Box mit Jack London-Romanen zu lesen. Mhm. Und als erstes habe ich mir dann den Klassiker Ruf der Wildnis vorgeknöpft. Mhm. Also ist einer seiner bekannten Hunderomane. Er hat ja, wie Stephen King auch, ein paar Bücher aus der Sicht eines Hundes geschrieben. Ja, es ist ein dünnes Buch. Spielt zur Zeit des Goldrauschs. Der Hund wird von seinem Herrchen entführt und in die harte Wildnis Alaskas verschleppt. Und es ist eine nette Tiergeschichte. Also nett natürlich in Anführungszeichen. Man weiß, dass das Bücher aus der damaligen Zeit, das Buch ist von 1903, oftmals schon ein bisschen härter sind. Mhm. Was natürlich auch mit den Lebensumständen damals zusammenhängt. Aber im Großen und Ganzen hat mir das wirklich auch Spaß gemacht. Mhm. Okay. Spaß gemacht, bleiben wir auch weiterhin nochmal bei den so Halbfach-Sachbüchern, aber auch wieder mit viel Geschwurbel. Ich habe außerdem gehört, The Lost Empire of Atlantis von Gavin Menzies. Und ja, das Thema Atlantis ist auch wieder so ein Schwurbler-Thema, brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Aber ich muss sagen, dieses Hörbuch hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil er eben keinen allzu schwurblichen Blick auf die ganze Sache hat, sondern tatsächlich eben das ganze Atlantis-Gedöns auf die Menor ja geistig bezieht und so weiter und so fort. Und halt einen Einblick in die Schiene da so ein bisschen gibt. Auch extrem spekulativ stellenweise und auch, wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, aber für mich eben nicht mit, ja, das ist die überragende Menschheitsrasse und Zeug und Blödsinn und Dummfick und Aliens, sondern einfach wirklich ein hübscher Einblick in diese Kultur, soweit man halt darüber irgendwas sagen kann. Und das hat mir tatsächlich Spaß gemacht. Das war cool. Zumal es halt wirklich mal ein Ansatz ist, den man so noch nicht das tausendste Mal gehört hatte.
Gut, dann lasst mich kurz nachdenken. Wie viele hast du noch vor? Ich habe noch 1, 2, 3, 4, 5. Hervorragend, da kommen wir prima hin. Dann mach du mal weiter. Ja, mache ich auch mit weiter mit einem, hat man noch nicht immer gehört. Mhm. Ich habe wieder mal einen Star Trek-Roman gelesen. einer aus der Originalserie von Greg Cox, Das Gewicht der Welten. Mhm. Und so die Beschreibung fand ich eigentlich ganz interessant. Also es geht um eine Denkfabrik am Rande des bekannten Universums. Mhm. Da die Künste, Wissenschaft und alles wird da zelebriert. Und plötzlich erscheinen aber außerirdische, fremdartige Kreuzritter, die Gravitation als Waffe benutzen. Okay, stabil. Fand ich ein interessantes Konzept. Dann kommt die Enterprise dazu natürlich, muss einen Notruf auf einen Notruf reagieren und findet sich dann im Konflikt mit diesen Kreuzrittern wieder. Mhm. Alles klingt eigentlich, wenn man es so beschreibt, nach einer interessanten Geschichte, aber ich fand die Art, wie das Ganze beschrieben wurde, dann doch leider ein bisschen enttäuschend. Also es ist schon ein recht solider Star Trek-Roman, aber ich hatte mir echt mehr erwartet von dieser Beschreibung. Mhm. Aber also, es klingt zumindest echt spannend. Also. Ja, also das Konzept ist wirklich cool. Vielleicht war es auch irgendwie die Erzählweise. Wobei, ich habe jetzt von Greg Cox schon einige Bücher gelesen und bis jetzt kann ich mich da nicht so großartig beschweren. Hm. Aber irgendwas hat nicht so richtig den Zug überspringen. Hm. Na, das klingt auf jeden Fall interessant. Also, und ist das, gehört das irgendwie in den Canon rein? Also gibt es da eine Folge dazu? Oder? Nein, das ist halt einer der neuen Romane zu okay. der Serie. Mhm. Okay. Gut. Dann würde ich weitermachen. Ich habe endlich mal wieder Dmitri Glukowski gelesen. Ihr erinnert euch, ich glaube 2018 oder so, habe ich Metro 2033. Ist das richtig? Das erste? Ja, ne? Irgendeine Zahl, ja. Ich glaube 33. Bin mir nur gerade nicht sicher, ob 33 oder 23. 33. Gelesen und war da ja großer Fan. Und jetzt sind aber zu diesen Metro-Romanen, das sind ja insgesamt offiziell 3 Stück, von Glukowski halt selbst. Es gibt aber noch ein riesiges Konglomerat an anderen Leuten, die da quasi so Begleitbücher dazu geschrieben haben. Aber die Hauptreihe sind halt 3 Romane. Und es gibt aber noch ein paar kleine Kurzgeschichten, Nebengeschichten und so weiter und so fort dazu. Und die habe ich mir jetzt auch alle mal reingepfiffen. Nämlich einerseits The Prologue to the Post-Nuclear Dystopia. Und da muss ich sagen, das hat echt Spaß gemacht. Das ist wirklich nur ein 2-seitiger Prolog. Aber voll cool, ziemlich toll, hat echt Spaß gemacht. Ist halt einfach nur wirklich so dieser, wie die Welt da so ausgesehen hat, wie man sich unter die Erde verzogen hat, in diese Metro-Schächte und so weiter und so fort. Ziemlich cool. Den Text kriegt man so als E-Book nicht mehr. Das gab's früher, das musste man kaufen. Aber den gibt's so nicht mehr. Aber man kann den über Goodreads in den Kommentaren finden, und zwar als Volltext. Habe ich euch auch entsprechend verlinkt bei Delateratur, müsst ihr einfach mal ein bisschen gucken. Außerdem gibt's noch die Kurzgeschichte Davor und Danach. Da sage ich euch gleich, das ist rausgeschmissenes Geld. Ich hab's gekauft, hätte ich es nur lieber nicht gemacht. Ich dachte, es wäre etwas mehr. Es ist aber tatsächlich auch wieder nur eine Kurzgeschichte und ein Interview. Aber die Kurzgeschichte fetzt. Es ist so eine Geschichte aus dem russischen Hinterland noch vor, beziehungsweise direkt während des Ausbrechen dieses Krieges, der halt zu den Ereignissen bei Metro führt. Und die Geschichte ist arg hübsch, aber sie ist halt auch arg kurz. Das Interview selber ist gar nicht mal so verkehrt, aber es ist halt einfach das Geld nicht wert im Sinne dieser, ja, der Menge, für die du da Geld ausgibst. Aber die Kurzgeschichte hat echt Spaß gemacht, also gerade so diese Idee, dass du halt in so einem Dorf in Russland bist, wo du sowieso von der Menschheit nicht mitkriegst und quasi erst erfährst, dass Krieg war, nachdem schon alles gelaufen ist im Prinzip.
Und ja, hat mir euch Spaß gemacht, auf jeden Fall. Kannst du gar nicht sagen. Und als letztes von diesen Kurzgeschichten habe ich noch gelesen The Gospel According to Artyom. Das ist ein Prolog zu Metro 33, beziehungsweise nee, zu Nachfolger 1. Ich weiß es nicht. Egal. Es ist auf jeden Fall dieser Teil zwischen Metro 33 und Metro 34. Es macht ein bisschen Spaß, weil es eben auch viele Ungereimtheiten aus dem ersten Roman so ein bisschen aus der Welt schafft. Ich mag die Charakterzeichnung und ich mag vor allem auch die Dynamik sehr gerne. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Kannst du überhaupt nicht meckern. Aber es ist halt wirklich so ein kleines, unwichtiges, aber hübsches Verbindungsstück zwischen Metro 33 und Metro 34. Denn das Ende von Metro 33 war tatsächlich das, was mich am meisten gestört hat an der ganzen Sache. Und ja, diese Sachen bügelt halt ein kleines bisschen aus. Gut, das zu den Kurzgeschichten. Ich erzähle aber gleich noch was zu einer etwas längeren Geschichte. Hast du erstmal noch was, Flo? Ja, ich hätte noch Dan Simmons zu bieten. Aha. Der schreibt ja doch oftmals interessante Sachen und man kann ihn auch nicht ganz so einordnen. Also er schreibt ja Horror, Science Fiction, Thriller, historische Romane, was weiß ich. Mhm. Und ja, ich habe hier einen, den dritten Band der Joe Kurz-Reihe oder den dritten Band der Trilogie um den Privatdetektiv Joe Kurz. Mhm. Kalt wie Stahl heißt der. Mhm. Und ich fand die ersten beiden Bände ja nicht schlecht. Und genauso würde ich auch diesen dritten bezeichnen. Also dieser Schnüffler war im Gefängnis, weil er doch so ein bisschen Gewaltprobleme hat. Mittlerweile wird er schon eine ganze Zeit draußen, arbeitet wieder als Privatdetektiv. Und diesmal gerät er zwischen die Fronten zweier Mafia-Clans. Mhm. Das Buch beginnt damit, dass Joe Kurz erschossen wird. Aber naja, das ist ein kleiner Twist dabei. Also natürlich stimmt das nicht. Mhm. Es ist... Ja, es hat Spaß gemacht. Es kommt dann zu einer ziemlich wilden Verfolgungsjagd in den Ruinen eines alten Vergnügungsparks. Und es tauchen Kopfgeldjäger aus der Vergangenheit von diesem Detektiv auf. Es ist wie ein moderner Hardboiled-Thriller. Also vielleicht nicht ganz so stilistisch wie die Raymond Chandler oder Dashiell Hammond, aber Spaß macht's auch. Mhm. Okay, klingt auf jeden Fall spannend. Könnte mir gefallen. Ja, könnte sein. Ist stilistisch so auch ein bisschen dunkler? Ich meine, das ist ja bei ihm öfters mal. Ja, würde ich schon sagen. Also es ist eine dreckige Art zu schreiben. Das ist gut. Ja. Das ist gut. Okay. Bleiben wir bei dreckig und man riecht den Staub und man riecht die Leichen. Entschuldigung, ich mache wieder die Tür zu. Bleiben wir dabei, wie gesagt, man riecht die Leichen, man riecht den Dreck. Ich habe außerdem gelesen von Dmitri Glukowski, Der Posten. Und das ist ein... Ich weiß es nicht, ob es tatsächlich so gedacht ist oder ob es nur in der jetzigen Form so vorliegt. Ein Episodenroman, nennen wir es mal. Es sind 10 Teile. Jeder davon wahnsinnig großartig, hat mir einen unglaublichen Spaß gemacht. Ja, der Hauptcharakter ist ein unsympathisches Arschloch, das ist er aber in der Metro-Reihe auch. Aber ich liebe den Stil, ich liebe die Idee und es könnte tatsächlich für mich eins der Top-Bücher 2020 sein. Die Idee dahinter ist so ein bisschen die, es geht halt genau um diesen Krieg, der bei Metro schon eine Rolle spielt, aber es ist so ein bisschen unklar, wie die zeitliche Abfolge ist. Wir sind auf jeden Fall auch hier wieder ein bisschen im Hinterland. Wir bewachen halt eine Wolga-Brücke. Soweit wir wissen, ist dahinter und davor schon seit Ewigkeiten nichts mehr passiert. Aber die sind halt nicht unter der Erde, wie sie jetzt bei Metro sind zum Beispiel. Sondern das ist halt tatsächlich auf der Oberwelt. Aber wir haben eben nicht nur in diesem Krieg mit Radioaktivität rumgespielt, sondern auch mit anderen bösen Waffen. Und eine dieser bösen Waffen ist eine recht psychologische. Die so ein bisschen mit einer Gruppenpsychose arbeitet, nennen wir es einfach mal so. Die Idee ist also tatsächlich, dass
das eben so ein Außenposten ist. Unser Hauptcharakter läuft da so rum, ist unglücklich, weil sie alle rumkotzen und alle sind halt scheiße und wie das halt so ist mit genervten 15-Jährigen. Und er möchte ein Mädchen beeindrucken und findet, als er auf einer so einer illegalen Spaziertour ist, an einer Leiche, und da liegen viele Leichen, gegenüber von dieser Brücke, wo angeblich seit Monaten und Jahren keiner mehr lebt, an einer solchen Leiche findet er ein Handy. Dann versucht das Handy zum Laufen zu bringen und so weiter und so fort. Stellt sich dann letzten Endes raus, auf diesem Handy ist ein Video drauf. Und dieses Video sorgt dafür, dass bei den Leuten irgendein Schalter umgelegt wird und sie sich gegenseitig zerfleischen. Das heißt, er hat jetzt quasi diesen, nennen wir es mal, Virus über diese Brücke gebracht und damit eben die letzte Barriere überbrochen, dass das eben auch auf die anderen Seiten dieses Flusses da übergreift und so weiter. Das ist jetzt schwer zu beschreiben, aber es macht wirklich, wirklich Spaß zu lesen. Wie gesagt, es sind auch 10 sehr knappe Teile, also lässt sich schnell lesen. Ich habe es allerdings bis jetzt nur in der App Storytel gefunden. Es kann aber durchaus sein, dass das demnächst dann auch irgendwie auf dem offenen Markt in Deutsch erscheinen wird oder auf Englisch, je nachdem. Bis jetzt, wie gesagt, habe ich es nur dort gefunden. Die haben wohl irgendeinen Spezialvertrag mit dem gemacht. Aber es hat fürchterlichen Spaß gemacht und ich mag es wirklich sehr gerne. Ich könnte für mich tatsächlich einer der Favoriten für 2020 sein. Weil es eben auch so diesen Post-Sowjet-Humor hat, den ich ja im Herzen trage schon immer. Ne? Ja. So könnte man es beschreiben bei dir, ja. Naja, es spielt halt viel so mit so Sachen wie Religion und ist das wichtig für die Menschen, darf man denen das wegnehmen oder sind die einfach alle bescheuert oder was machen wir denn, wenn wir denen das alles wegnehmen und was haben wir denn da gewonnen überhaupt und so weiter. Das sind halt alles Sachen, die mir ja, naja, wie gesagt, in meinem Herzen auch recht nahe liegen als Thema. Das hat mir schon Spaß gemacht, kann es gar nicht sagen. Und dann habe ich gleich noch was von Glukowski gelesen. Da bin ich allerdings nicht ganz so begeistert, aber auch das spielt eben mit genau diesen Themen. Was passiert mit den Menschen, wenn du ihnen die Religion wegnimmst? Oder wie sieht so diese post-sowjetische Gesellschaft aus? Welche Ersatzbefriedigungen sucht man sich? Oder was passiert, wenn man plötzlich doch als Post-Sowjet-Mensch, der ja eigentlich an nichts glauben kann und darf, plötzlich in eine mystische Situation gestoßen wird. Drücken wir es mal so aus. Und dieses Buch, was auch mit diesem Thema spielt, ist Sumerki. Die Idee dahinter ist, es ist ein junger Übersetzer, er kriegt den Auftrag, ein Buch aus dem Spanischen zu übersetzen und das ist ein Reisebericht in die Lande der Maya und ich sag mal so, dieser ganze, womit wir wieder bei denjenigen sind, dieser ganze Blödsinn mit Weltuntergang und Maya-Prophezeiung und so weiter, der spielt da halt mit rein. Und plötzlich fängt halt auch in der Realität an, die Welt vor die Hunde zu gehen. Und er sitzt halt mitten in diesen Ereignissen und ist voll hin und her gerissen zwischen, ich will aber jetzt doch wissen, wie es weitergeht und, aber vielleicht löse ich das ja alles aus und an sich ziemlich cool. Aber für meinen Geschmack dann doch ein bisschen zu krude und ein bisschen zu wirr. Und vor allem zieht sich's halt ein bisschen arg. Also die Metro-Sachen und die Posten-Sachen, die er bis jetzt geschrieben hat, die lesen sich einfach humorvoller und flüssiger. Das Sumerki-Ding ist halt doch ein bisschen trockener und langatmiger. Drücken wir es mal so aus. Aber trotzdem spaßig. Also stabiler Durchschnitt. Nichts, wo mein Schwein davon läuft. Also die russischen Klassiker. Naja, da läuft man dann schon schreiend davon, aber. Und es gibt nicht ganz so viele Namen. Das ist gut, weil Namen kann ich mir ohnehin schlecht merken. Gut. Flo, was hast du noch? Hast du noch welche? Ja, vor 20 Jahren wurde der legendäre Big Head getötet. Seitdem versteckt man die Leiche des Monsters in der verschlossenen Kühlkammer eines Bestattungsunternehmens. Doch jetzt ist Big Head verschwunden. Und weißt du was? Er ging von selbst.
Das ist der Klappentext zu White Trash Gothic 2, die Rückkehr des Big Head von Edward Lee. Und also Edward Lee entschuldigt sich tatsächlich im Vorwort, dass es für dieses relativ kurze Buch doch so lange gedauert hätte. Er wäre von einer schrecklichen Sache namens Älterwerden eingeholt worden. Was für eine Verarsche. Und es ist ein Buch, das halt tatsächlich so seine, ja, es ist zwar so Hinterwäldler, aber es ist nicht dieser übliche Hinterwäldler-Horror, sondern es ist noch viel kaputter und aber auch viel lustiger. Es bringt so seinen großen Klassiker Big Head zusammen mit White Trash Gothic 1 natürlich und mit anderen Geschichten. Und dadurch, dass es so viele Sachen sind, die hier reinspielen, ist das Ganze teilweise ein bisschen unzusammenhängend so von der Geschichte. Das hat mich aber überhaupt nicht gestört. Du hast so den verschiedenen Handlungssträngen gefolgt. Da läuft mal dieses untote Monster mit Riesenpimmel rum. Da ist die komische Hinterwäldlerfamilie. Und da versucht der Nachfahre Lovecrafts ein Geheimnis zu lösen. Also es ist ziemlich abgedreht und hat echt Spaß gemacht. Tatsächlich eins der besseren von Lee. Ja? Ja, nein, das ist halt Lee, ist halt Lee. Das ist... Ja, aber gerade wenn er so komplett frei dreht wie hier, nein, dann macht er dann doch schon richtig Spaß. Ich habe ja auch immer Probleme mit ihm, aber... Ja, aber er hat halt auch, da schreibt doch auch seit 30 Jahren dasselbe Buch, wenn man ehrlich ist. Nein, er hat schon andere Sachen immer mal wieder geschrieben. Tatsächlich sind viele davon aber auch nicht so gut dann. Ja, also wenn ich mir so angucke, er hat ja auch unheimlich viel geschrieben. Davon kennt man mehr als 45 Romane. Davon kennt man in Deutschland ja kaum was, obwohl jetzt bei Festa doch schon ein ganzer Haufen erschienen sind. Also ich bin gespannt, was da noch so rauskommt, weil auch wenn ich immer mal wieder enttäuscht bin, wenn er gut ist, dann macht der Mann mir richtig Spaß. Okay. So, wie sieht's denn jetzt bei dir aus? Ich habe noch 2 Stück. Ich auch. Okay, hervorragend. Dann mache ich weiter. Ich habe noch ein Hörbuch gehabt, diesmal was Humoristisches. Round Island with a Fridge. Also durch Irland mit einem Kühlschrank. Von Tony Hawks. Ihr wisst ja, ich habe Piano in the Pyrenees schon gehört und war da sehr begeistert. An das kommt es leider nicht ganz ran. Aber es macht trotzdem viel Spaß. Es ist halt ein hübscher Reisebericht über die Auswüchse einer sehr wahnsinnigen Sufflette. Also er wettet um $100, dass er mit einem Kühlschrank durch Irland trampen kann. Erfolgreich. Gut, die Wette ist halt insofern wahnsinnig, dass alleine der Kühlschrank schon mehr kostet als die 100-Euro-Wetteinsatz, aber okay. Es ist halt einfach Dinge, die man im Suff macht. Wir waren alle an dem Punkt. Aber ich finde die Beschreibungen sehr liebevoll, die Menschen, die er so trifft, und man kann sich tatsächlich vorstellen, dass die es so gibt. Und vor allem, wenn man halt einrechnet, dass zu Erscheinen dieses Buches der ganze Nordirland-Konflikt gerade voll am Hochkochen war, wieder zur damaligen Zeit, dann gibt das dem Buch doch tatsächlich nochmal eine ganz neue Dimension. Und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es ist allerdings wirklich nicht mehr, für mich nicht ganz so unterhaltsam gewesen wie Piano in the Pyrenees. Aber hat trotzdem Spaß gemacht. Na, ich verstehe das ja schon, wenn du sagst, der Nordirland-Konflikt, das war dann wahrscheinlich Anfang der 90er. Wir haben ja bei Indiana Jones gelernt, in dem Film, den es nicht gibt, dass so ein Kühlschrank vor Bomben schützt, sogar vor Atombomben. Richtig. Und dann würde ich auch einen mitnehmen, ja. Nein, aber wie gesagt, es ist unterhaltsam, aber es gibt bessere von Tony Hawks. Und gut, was hast du noch? Ich habe jetzt noch 2 okkulte Bücher. Mhm. Und zwar fangen wir an mit Ira Levin, Rosemary's Sohn. Ja, das ist der Nachfolger, ne? Genau. Genau. Mhm. Ich weiß nicht, 30 Jahre später, nach Rosemarys Baby, erwacht Rosemary wieder aus dem Koma und stellt fest, dass ihr Sohn mittlerweile, ja,
ein, ich sag mal so, ein, eine Art Messias-Figur geworden ist in einer Welt, die kurz vor dem Jahrtausendwechsel steht. An sich könnte das ein interessantes Konzept sein und hat auch echt gute Sachen drin. Also wenn er so die in kurzen Abschnitten so die Welt beschreibt, wie sie langsam vor die Hunde geht, dann macht das richtig Spaß, aber die Haupthandlung zieht sich leider unheimlich hin und wird für meinen Geschmack jetzt auch nicht so ganz, ganz zufriedenstellend zu Ende gebracht. Also es hat keinen Vergleich. Rosemary's Baby ist ja nicht umsonst ein Klassiker. Da kommt es auf keinen Fall ran, aber ja, es ist okay. Weißt du, wie viel später das geschrieben ist? Oh, das ist tatsächlich, warte, also ich weiß nicht, wann Rosemary's Baby geschrieben ist, aber der hier ist von 1997, also oh, dann ist es, ich glaube, wirklich später, 30 ja. Jahre später. Ja. Ja. Na, dann ist das wahrscheinlich wieder so ein Fall von statt jung und wütend, alt und weinerlich. Ja, zumindest vielleicht nicht mehr ganz so auf der Höhe wie... Ja. Ja, aber man kann es lesen, also wenn man so ein bisschen in die 70er Jahre mit den okkulten Geschichten zurückkehren will, da geht das dann schon. Okay. Gut, dann mache ich mein letztes noch und dann hast du noch das letzte Wort. Ich habe eine neue Reihe angefangen, die habe ich mittlerweile, jetzt Stand März, auch schon wieder beendet, aber darüber reden wir später. Denn ich habe die Levi Stolzfuß-Serie von Keen richtig offiziell angefangen. Brian Keen, der allererste Band, der nennt Levis Stolzfuß nicht so richtig. Das ist die Geschichte Satyr von Brian Keen. Über den haben wir uns ja letztes Jahr schon unterhalten. Das fand ich ganz unterhaltsam, aber jetzt nicht allzu berühmt. Zumal es halt auch einige Punkte in diesem Buch gab, wo ich mich fürchterlich aufgeregt habe. Aber dieser Anfang dieser eigenständigen Levi-Stolzfuß-Serie nennt sich Ghost Walk und er baut halt so ein bisschen auf den Ereignissen aus Satyr auf. Das heißt, wir ziehen hier einen Nebencharakter aus Satyr komplett hoch als einzelständige Hauptfigur. Und das ist an sich auch echt nicht verkehrt. Also an der Figur selbst habe ich wahnsinnigen Spaß. Die macht Spaß, die ist cool. Man kriegt auch tatsächlich ein Gefühl dafür. Man hat auch Mitleid vor der Aufgabe, die sich dieser Mensch setzt. Die Idee ist halt, Levi Stolzfuß ist ein ehemaliger Amish, wurde aber aus seiner Glaubensgemeinschaft verstoßen, weil er halt einerseits so ein Gotteskrieger-Ding am Laufen hat, aber halt, um gegen die Horden des Bösen zu kämpfen, sich auch Methoden bedient, die eben ja dem Christenfundi-Portfolio an Möglichkeiten jetzt nicht ganz so nahe stehen. Drücken wir so aus. Und ja, der Mensch macht auf einen echten sympathischen Eindruck. Also ich fand das cool. Es spielt sehr viel mit so klassischen Thematiken aus dem Aberglaube, eben Salbei und Salz und was es alles gibt, ne? Aber was mich halt leider wirklich stört, ist, dass wir hier die eigentliche Geschichte, die plätschert halt. Die geht nicht voran, da passiert nicht viel. Die Idee ist halt, wir haben ein Stück Wald und zufälligerweise in diesem Stück Wald wollen sie jetzt in Charity Geistergruselkurs aufbauen und tatsächlich ist es aber halt so, dass 3 Meter weiter wirklich irgendwo ein Dämon gefangen ist, der dann da Leute wegkascht und solche Späße und es kommt einfach nicht so richtig. Es ist also tatsächlich einfach nur ziemlich langatmig, aber am Charakter selber habe ich Spaß, deswegen habe ich die Serie auch weitergelesen. Wie gesagt, meine weiteren Eindrücke dazu hört ihr dann in der Märzfolge. Aber was mir tatsächlich Spaß gemacht hat, ist, dass Keen seine Welten genauso wie King ein bisschen verknüpft. Das heißt, wir kennen ja aus The Rising, das ist eine weitere Reihe von Keen, wo es so um Zombies geht, da gibt es einen Charakter namens Orb
Und der wird zum Beispiel hier auch erwähnt. Also es wird dann tatsächlich so aufgebaut, als wie bei King's Throne-Universum haben wir so mehrere parallele Welten. Und was in jeder Welt so passiert, ist halt mehr oder weniger Würfelglück. Das heißt, in der einen Welt treibt sich halt der eine Dämon rum, den Levi Stolzfuß jetzt bekämpft. Und in der anderen Welt ist halt in genau dieser Welt das Problem, dass Ob, also dieser Zombie-Typ, da sein Unwesen treibt. Aber die kennen sich alle untereinander, die sind auch untereinander alle Kumpels und so weiter. Und es kann halt durchaus auch passieren, dass die sich mal gegenseitig besuchen kommen und solche Scherze. Also an der Verknüpfung von dem Universum, die Brian Keene in all seinen Büchern betreibt, da habe ich voll meinen Spaß gehabt. Aber ansonsten leider relativ schwacher Eingangspunkt. Liegt aber halt auch daran, dass ich schon mit Satyr so ein bisschen meine Schwierigkeiten hatte. Wenn ich mich nicht ganz irre, werden da Geschichten aus diesem Universum, aus dieser Reihe, demnächst auch nochmal auf Deutsch erscheinen. Mhm. Aber ich habe nur die inoffizielle Ankündigung gelesen, da kommt dann irgendwann mehr dazu, wenn ich das auch gelesen habe. Ja, da ist das Problem, da hast du vollkommen recht, nur das Problem ist, diese Levi Stolzfuß-Reihe hat 4 Teile. Also wir haben einerseits in Klammern Satyr, wobei er da nur als Nebencharakter auftaucht. Dann haben wir Ghostwalk, wo er eben auch als Nebencharakter, aber wo er halt, was man als erste richtige Szene werden kann, ne? Und dann haben wir den nächsten Band, eine Versammlung von Krähen. Das ist der dritte offizielle Teil. Und dann gibt es noch eine, das sind so 2 Geschichten und die sind erschienen als The Last of the Elba Witches. Jetzt ist das Problem, seit 2015 wird uns erzählt, dass es einen neuen Levi Stolzfuß Band geben wird. Aber das wird uns seit 2015 erzählt. Und den gibt es einfach nicht. Na, so wie ich das beim Fester Verlag gelesen habe, würden die gerne mehr von ihm auf Deutsch rausbringen, aber es scheint so, als würde Brian Keene auch einfach mal monatelang spurlos verschwinden. Und naja. Naja, und das Hauptproblem, also wenn du sagst, das soll auf Deutsch erscheinen, das Problem ist halt, diese Bücher, die da angeblich angekündigt sind, die gibt's noch nicht mal auf Englisch. Nein, ich glaube, es ist dieser letzte Band mit den 2 Geschichten. Ja, nehme ich mal an, dass das der sein wird. Weil, wie gesagt, seit 2015 wird uns auf englischsprachig ein neuer Teil dieser Reihe versprochen und der kommt einfach nicht. Und der wird auch nicht mehr kommen. Habe ich eigentlich für mich abgeschrieben, das Thema. Was schade ist, weil eigentlich macht die Reihe Spaß, aber... Ich würde es noch nicht aufgeben. Autoren sind komische Menschen. Nun gut, das war's von meiner Seite. Hast du noch ein letztes? Ja, kommen wir zu einem weiteren komischen Menschen. Ich habe Robert McCammons Erstling gelesen. Mhm. Ich habe auch erst beim Lesen festgestellt, dass es der Erstling ist, aus dem Jahr 1978, also doch schon eine ganze Zeit her. Mhm. Und wie ich eben schon gesagt habe, die 70er Jahre waren ja so eine Hochzeit für Okkultromane. Mhm. Und der Roman Baal ist natürlich auch genau sowas. Okay. Also wir haben hier eine unheilige Macht, die sich selbst zum Messias ernennt und die Welt zerstören möchte. Sympathisch. Es gibt Gewalt und Orgien und so weiter, so wie halt. McCammon schreibt im Nachwort: Baal ist mein zorniger junger Mann-Roman. Damit habe ich das Thema für heute nämlich auch schon wieder. Das erste Buch, das er überhaupt hat versucht zu schreiben. Mhm. Und er beschreibt da interessante Sachen auch. Also das Buch an sich, man kann es lesen, das ist ein netter Roman, ist aber auch kein Highlight. Ja. Aber er beschreibt in diesem Nachwort zum Beispiel, dass es hier eine Figur namens Virga gibt und wie er auf diese Figur gekommen ist. Er hat nämlich jeden Tag im selben Restaurant Mittag gegessen. Mhm. Und jeden Tag kam da ein katholischer Priester, der hat sich an seinen Tisch, immer denselben Tisch gesetzt, hat immer dasselbe bestellt, immer allein gegessen. Und McCammon hat diesen Mann beobachtet und hat dann irgendwann diesen Virga in dem Ebenbild dieses Priesters geschrieben, ohne jemals mit dem gesprochen zu haben. Aber wenn man diese Figur liest, kann man sich das echt gut vorstellen. Also es ist nett, ich mag McCammon ja,
es gibt definitiv bessere von ihm, aber für den Erstling und ein Buch, das doch schon ja jetzt über 50 Jahre, nee, Quatsch, über 40 Jahre auf dem Buckel hat. Na klar, auf jeden Fall. Ja, kann man lesen. Mhm, okay. Gut, 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 gut. Dann hätten wir das geklärt. Jetzt habe ich eine Frage an euch, liebe Hörerschaft, und an dich, Flo. Ich habe ja meinen De La Sastercast ein bisschen umstrukturiert, ne? Es ist folgendes. Dadurch ich ja nicht nur Bücher konsumiere, sondern auch diverse andere Dinge, bin ich jetzt dazu übergegangen, dass ich einerseits mein Gebastel unter dem Hashtag Dela bastelt vertwittere und auch auf der Website zeige. Aber ich mache ja noch viel mehr Sachen. Ich habe einerseits meine Podcast-Liste veröffentlicht, andererseits auch die Comics und Graphic Novels, die ich so konsumiere, aber auch Filme und Serien, die ich so anschaue. Und all dieser Quatsch, den habe ich unter Kanal Dela Medial zusammengefasst. An dieser Stelle, jeder, der den Witz versteht, ist alt. Und jetzt wollte ich dich fragen, Flo, du bist ja auch so ein Mensch, der viel solches Zeug konsumiert. Wollen wir mal eine eigene nur Comic-Folge machen? Oder wollen wir in Zukunft auch über die Comics reden, die wir schon gelesen haben dieses Jahr? Oder wollen wir das gar nicht machen? Oder wollen wir eventuell zumindest in den Dela Terra Tour-Folgen auch über die Serien und Filme reden, die wir so geguckt haben? Oder wollen wir das gar nicht machen? Also, du überrumpelst mich ja nicht so ganz. Wir haben ja da schon mal ein bisschen überlegt, gerade mit den Comics auch. Also, ich würde gerne darüber reden. Ich weiß nicht, ob wir das so unbedingt direkt in die Bücherfolgen machen sollten. Vielleicht mal eine Sonderfolge, denn ich lese halt auch viele, viele Serien, die aktuell einfach laufen. Und da kann man selten über so einzelne Hefte, das bringt nicht so viel, wenn man darüber redet. Aber ansonsten wirklich gerne. Ich bin ja auch ein Comic-Vielleser. Mhm. Bei Filmen und Serien, das ist schon ein bisschen komplizierter. Das ist vielleicht besser, wenn man da eine Serie gemeinsam geguckt hat und dann drüber reden kann. Mhm. Weil ich glaube, da redet man noch mehr aneinander vorbei als bei Büchern. Ja, das ist richtig. Mhm. Weil mein Gedanke wäre halt gewesen, was hältst du denn von Folgendem? Also, wir brauchen uns nicht drüber unterhalten, dass du sowieso, was Filme und Serien angeht, einen derartig viel höheren Output hast als ich. Das ist vollkommen klar. Aber mein Gedanke wäre halt gewesen, man könnte sich zum Beispiel so quartalsweise mal zusammensetzen und dann einfach so eine Nennungsfolge machen. Also zum Beispiel, ich habe jetzt im ersten Quartal insgesamt geguckt 2 Serien. Nur? Ja, ich bin kein Fernsehmensch, so gar nicht. Und Comics habe ich jetzt einige dieses Quartal. Und dann könnte man das halt so machen, dass wir sagen, im Ende März setzen wir uns zusammen, machen wir die Quartals-Kanal-Dela-Medial-Folge zusätzlich zu den Büchern. Weil dann hätten wir alles abgedeckt. Und ich denke, gerade du hast, gerade was die Filme und die Serien und so weiter angeht, bestimmt irgendwelche Empfehlungen oder zumindest Sachen, die man vielleicht ganz meiden möchte oder irgendwas, was vielleicht auch ganz interessant ist für die Hörerschaft. Können wir gerne mal versuchen. Also, liebe Hörer, sagt uns, was ihr davon haltet. Wobei ich sagen muss, also ich bin bei Filmen und Serien selten auf... Massenkompatibel. Na, das würde ich nicht mal so sagen, aber nicht auf dem aktuellen Stand. Ich gucke sehr viel ältere Sachen. Liebe Freunde, die Serie, die ich jetzt als aktuellstes geguckt habe, ist von 2014. Also Aktualität kann von uns, glaube ich, keiner verlangen und erwarten. 2014, das war doch erst gestern. Ja. Nein, wenn das so gewünscht ist, stehe ich gerne dafür zur Verfügung. Okay. Aber wie gesagt, meldet euch mal, ob ihr da Lust drauf habt oder nicht oder wie auch immer. Wie gesagt, erwartet da von meiner Seite nicht zu viel. Ich kann maximal zu den Comics ein bisschen was sagen, aber so zu 2-3 Serien, die ich ab und zu mal im Jahr gucke, kann man da vielleicht auch nochmal Spaß haben. Gut.
Das soll es gewesen sein. Ansonsten, liebe Freunde, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns irgendwann wieder. Ich kann momentan überhaupt nicht sagen, mir bläst momentan das Hirn komplett aus den Ohren, weil ich im Umzug begriffen bin und ich überhaupt keine Ahnung habe, wie es jetzt diesen und nächsten Monat weitergeht. Aber ich habe die Hoffnung, dass wir uns spätestens Anfang Februar hören, dann eben zu den Büchern. Was habe ich jetzt gerade gesagt? Du hast irgendwas im Februar gesagt, ja, oder? Nee, ich bin... Ja, das genau das meine ich, liebe Freunde. Nein, ich habe die Hoffnung, dass wir uns spätestens Anfang April wieder hören und dann eben über einerseits die Bücher des März reden können und so weiter. Ab dann wird auch alles wieder normal. Aber da ich halt momentan weder weiß, wie es mit der Internetverbindung ist, noch da ich bis jetzt weiß, wann das jetzt alles endgültig mal fertig ist, kann ich euch halt keine Versprechungen machen. Aber es geht auf jeden Fall weiter. Wir führen hier weiter immer Buch und so weiter. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch den Quatsch dann auch weiter anhört. Jo, genau. Und dasselbe gilt auch für den Königsbube Dame Gast. Es wird in nächster Zeit etwas sporadischer, aber das liegt einfach daran, dass ich umziehe und keine Ahnung habe, wie sich die Sache jetzt entwickelt in der nächsten Zeit. Ja, und es ist auch meine Schuld, dass es sporadischer wird. Wir mussten leider durch meine Erkrankung ein paar Folgen ausfallen lassen, sonst hätten wir ein bisschen was in der Hinterhand gehabt. Ja, aber wie gesagt, ihr werdet daran nicht sterben. Es gibt genug Folgen, also wir haben trotz alledem noch ein bisschen vorproduziert. Und ich denke, ihr werdet schon über diese kleine Dürrezeit drüber wegkommen. Nur, dass ihr euch nicht wundert und nur, dass ihr nicht denkt, wir hätten euch vergessen. Gut, lieber Flo, es war mir eine Ehre und es war wie immer schön, dass du dabei warst. Fand ich auch. Und liebe Hörerinnen und Hörer, lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf. Wenn ihr euch die Pest ins Haus holt, dann seht zu, dass ihr ganz schnell wieder heile werdet und vor allem gründlich und versucht doch bitte, das Ganze nicht noch weiter zu tragen. In diesem Sinne, ciao, eure Dela. Und ihr wisst ja, die Pest im Haus ersetzt den Zimmermann. Ciao. Das war Dela Terratur mit Flo. Ein Podcast aus dem Hause Dela Saster Productions. Das Intro und Outro ist Eigentum von 2CT. Vielen Dank fürs Zuhören.